So, hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda A Link to the Past. In der letzten Folge haben wir endlich den Schattentempel geschafft. Hier haben King Dodongo besiegt und jetzt müssen wir Richtung Süden, um die restlichen Mädchen oder wie es Weisen heißen sie, glaube ich, im Originalen, also ach, keine Ahnung. Ich finde, die Mädchen ist eine sehr seltsame Übersetzung. So, du gibst mir auf jeden Fall Bomben. Ach, nur eine, wow. Hat sich ja voll gelohnt. So, auf jeden Fall müssen wir erstmal hier raus. Da ging's nicht raus. Geht's? Komm ich da durch? Nee, weil das ist ja so... Erstmal wieder hier rausfinden, ne? Das ist jetzt... Ah, Aufgabe Nummer uno. Aber hier kann ich doch bestimmt auch irgendwas machen, oder? Kann ich eins davon schieben? Nein. Das sieht so verdammt verdächtig aus. Jetzt muss ich überlegen. Wo bin ich nochmal hergekommen? Wow. Da! Dankeschön. Mann, bin ich blind oder was? Meine Güte. Und Moment. Da komme ich auch nicht lang. Komme ich denn? Ah, hier. So, wunderbar. Und dann komme ich hier rum. Nein. Muss ich wirklich hier komplett außen rum? Ja, muss ich. Und Moment. Dip. Was ist das? Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Ach, das war hier. Genau, richtig. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Richtig. Ach, es ist so lange her. So, wunderbar. So strecke ich übrigens meine Let's Play-Projekte, indem ich so tue, als ob ich nicht wüsste, was ich mache. Das mache ich, dass ich mehr Geld kriege, weil ich verdiene so viel Geld mit YouTube und wenn ein Projekt länger geht, hat es auch entsprechend mehr Parts und das heißt mehr Geld, ne? Macht Sinn. So, Moment, Karte wollte ich öffnen. Wir müssen... Wo müssen wir lang? Ah ja, da unten rum, alles klar. Jetzt habe ich natürlich schon wieder richtig viele Leben verloren. Da brauchen wir wahrscheinlich den Hammer. Klonk, klonk, klonk. Oh, ich habe mein Mikrofon so weit wegstehen. Das tut mir... Oh Gott, das tut mir... Ah, scheiße. Jetzt ist der Ton wieder so seltsam in den ersten Folgen wahrscheinlich. In den ersten Minuten. Das tut mir leid. Das tut mir echt leid. So, jetzt müsste es besser sein. Schätze ich mal. Moment. Da will ich nicht runter. Ich bin übrigens jetzt gerade auch ohne hier den weißen Hintergrund... Zum Bombenshop. Zum Bombenshop will ich, glaube ich, nicht. Wobei, nee, der hat doch diese Riesenbombe. Ah, zum Bombenshop will ich doch. Oh, die halten mir viel zu viel aus. Die sind mir viel zu stark. Das liegt einfach daran, dass ich gerade von der Arbeit heimkomme und zu faul bin, mir das Ding herzuholen. Bomben, mächtige Bomben, 30 Stück, nur 100 Rubine. Bomben, kauf Bomben. Ich habe glücklicherweise genug Bomben, aber das... Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen verdächtig, oder? Dass man hier irgendwo sprengen kann. Oh, meine Lüftung geht an. Warum geht denn meine Lüftung jetzt an? Moment, ich muss erst irgendwie meine Lüftung wieder ausmachen. So professionell! Ich hab die Professionalität einfach drauf. So, wir müssen da nach unten. Okay. Zack! Und beide gleichzeitig aufgeschlitzt. Ich bin so gut. Ich bin so toll. Ich bin der beste Zelda-Spieler auf der Welt. Das hat sich gereimt. Fast. Und jetzt. Nach da unten. Da unten ist prinzipiell immer eine gute Richtungsangabe.
Wo ist der Tempel? Tempel, 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 wo versteckst du dich? Apropos verstecken, wo kommst du schon wieder her? Ah, meine Güte. Immer diese Jumpscare-Gegner in links. Okay. Gut. Dann bin ich schon mal... Ah! Ich hab da was gefunden. Oh, das sieht richtig aus. So, und das ist jetzt der Wassertempel, schätze ich mal. Ich bin eine Sarah. Merke dir gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt sich das auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Ja, ihr wisst, glaube ich, schon, worauf das hinauslaufen wird. Und... Ja, der Tempel basiert darauf, dass wir zwischen Licht- und Schattenwelt hin und her reisen. Und es wird... Naja... Sagen wir, es ist nicht so schlimm, wie man denken könnte, aber es gibt Schöneres. So, einmal resetten, dass wir die Bombe auch haben. Und dann machen wir das so und kommen hier durch. So, alles ganz easy. Ich würde sagen, das... Halt, nein, ich möchte nicht meine... Oh, ich habe noch zwei Feen. Die beseitigen wir mit Zauberpuder, haben jetzt auch volles Leben. Wundervoll. Das war falsch. Entsprechend wird es... Ah, Bomben! Was zum... Das war nicht nett, Spiel. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das Wasser rausgelassen. Und was hier in dieser Welt passiert, passiert natürlich auch in der Gegenwelt. Das Herzteil will ich aber noch haben. Deswegen ist jetzt hier im Tempel auch Wasser. Aber ich gehe noch mal ganz kurz in die andere Welt. Denn hier ist etwas, was wir... Der Fisch! Oh mein Gott, der ist mir noch nie aufgefallen, wie gut! Oh mein Gott, wie gut! So, auf jeden Fall ist jetzt hier auch Wasser. Und, das ist gut, weil zum einen haben wir die Zoraflossen und können schwimmen. Und, Moment, hier drüben können wir nichts machen. Und zum anderen können wir jetzt darüber! Wo wir ja davor nicht rüber konnten, weil, diese Treppe halb abgeschnitten ist, Geld. Und ein Schlüssel, warum auch immer der Schlüssel da versteckt ist, man weiß es nicht. Dann hätte man die Tür auch gleich offen lassen können. Ah, ich erinnere mich auch an den Boss wieder. Der ist, jetzt eine der etwas weniger anspruchsvollen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der war relativ simpel. So, oh, da haben wir ja noch einen Schlüssel. Nice. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier rein, wo wir uns gerade eben reingesprengt haben. Und kriegen hier noch eine Kiste. Mit der Karte. Wundervoll, wundervoll. Und die Schleimis können wir hier auch ganz easy erlegen. Auch überhaupt kein Problem an der Stelle. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt hier rein. Der war auch irgendwie mega fies versteckt. So, das ist eins von den schwachen Skeletten. Überhaupt kein Problem. Das sind die Blobs, die sich teilen. Voll ausgewichen. Voll gut, Mann. Kann man hier nicht eins schieben? Ich glaube, hier konnte man eins davon schieben und dann irgendwas machen. Nein, konnte man wohl nicht. Vielleicht ist da unten. Das ist mir jetzt zu riskant. Ich will hier nicht hier rumprobieren und alle Leben verlieren. Das wäre etwas doof. Hier brauchen wir auf jeden Fall wieder Wasser. Und da drunter ist nichts. Okay, halt. Kann ich vielleicht die Statue verschieben? Nein, kann ich nicht. Gut. Dann gibt es ja wohl nur einen Weg, den wir gehen können. Und der ist hier lang. Lass mich raten, hier ist ein Schlüssel drunter. Natürlich ist hier ein Schlüssel runter. Was hätte das Spiel sonst anders machen können?
So, und ab durch die Tür. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Und da haben wir da oben auch ein stärkeres Skelett. Aber auch das ist kein Problem. So, raus den Hammer und immer auf den Kopf. Halt andersrum. Und mit diesem Hebel können wir Wasser einlassen. Hui. Und das heißt, wir können jetzt draußen schwimmen. Hi, dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen, Wand. Boom. Mache Boom. Was ist denn da aus der Wand gekommen? Wie eklig. Mann. Widerliches Spiel. So. Jetzt können wir hier hoch. Wundervoll. Und mit der Statue können wir wohl gar nichts machen. Warum auch immer man da gerade sprengen konnte. Vielleicht fällt da irgendwas runter oder so. Lass mal hier alles wegschlitzen. Mit unserem ganzen Skill. Da brauchen wir einen Schlüssel. Schlüssel haben wir noch nicht. Das heißt, da können wir, hier können wir durch. Dann gehen wir erstmal hier durch. Da unten war auch noch ein Raum, durch den wir gehen konnten. Hey, schon keine Leben mehr, was? Naja, wir haben auch nichts gekriegt, was unsere Leben auffüllt. Wir haben ja zum Glück noch zwei Feen. So kann ich die nicht verschieben. Okay. Wahrscheinlich von der anderen Seite, dann eine Abkürzung oder so. Das ist ja das einzige Schlüssel, was ich mir vorstellen kann. So, ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Und zwar, da waren wir aber noch nicht. Okay. Gut, ich glaube, ich hab's so ganz schnell hier raus, bevor wir von irgendwas getroffen werden. Runter, runter. Moment, dafür haben wir den Schlüssel ja noch nicht. Jetzt gehe ich erstmal hier raus, weil hier waren wir noch nicht. Und dann gehe ich da oben durch, wo wir den Schlüssel gebraucht haben. Da können wir noch nicht durch. Den schlitzen wir kurz auf, kriegen hier einen Schlüssel. Da kommt schon wieder so ein widerliches Vieh raus. ich glaube, ich werde krank. Mist. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss einiges im Voraus aufnehmen, bevor ich krank werde. Ah! Der Kompass, wundervoll. Das Versteck des Kerkermeisters ist auch. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist echt schön ausgedrückt. Der Dungeon Boss, Mann! Es ist der Dungeon Boss, nicht der Kerkermeister! Nintendo, please! Halt, ich will. So. Und der teilt sich halt. Den will ich nicht angreifen, wenn der Blitzi macht. Blitzis. Blitzdingse. Weiß dieses Ding, dass es sehr nervig ist? Halt, mit dem Boomerang müsste es aber auch gehen, ja. Voll fies! Und jetzt lassen wir hier auch das Wasser raus. Wunderbärchen. Na, das läuft doch. Und dann gehen wir mal da hoch. Ah, da kommen wir noch gar nicht hoch. Okay. Alternativ. Hier raus vielleicht. Hier kommen wir her. Wir müssen irgendwie nach links. Glaube ich. Schätze ich mal. Und zwar hier unten lang. Hier. Richtig. Geh weg, Feuer! Das war klar, dass wir da getroffen werden. Da konnten wir nichts machen. Voll gemein.
Aber jetzt können wir hier hochschwimmen, weil wir einfach über die Steine drüber springen können. Voll tricky. Och, da kommt ein Gegner aus dem Boden. Link, heb den Schädel auf. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir in der nächsten Folge hier durch die Tür. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.